Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Sag doch mal, und diesmal haben wir eine Frage an dich, was dein Torwartspiel betrifft. Roman Bürki, ein Meister seines Fachs im 1 gegen 1. Aber sag doch mal, was geht dir eigentlich kurz vor diesen Spielsituationen durch den Kopf? Ja, das würde mich allerdings auch mal interessieren. Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Ich habe erst gerade wieder darüber nachgedacht, die Aktion gegen Leipzig, als Timo Werner alleine auf mich zuläuft. Für mich hatte immer früher immer so ein bisschen das Problem, dass ich in diesen Situationen ein bisschen Rücklage hatte und dann nicht mehr richtig reagieren konnte. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste, dass ich dann immer mir nochmal kurz davor sage, bleib einfach ruhig stehen und reagiere und mit dem Körpergewicht eher nach vorne auf den Vorderfüßen, weil du dann viel besser und auch schneller reagieren kannst, auch wenn der Spieler zum Beispiel versucht, dich zum Laufen oder zum Dribbeln, hast du immer das Gewicht vorne und kannst reagieren. Also ich sage mir da innerlich eigentlich immer, bleib lange stehen und das Körpergewicht eher auf die Vorderfüße verlagern. Wir haben die Situation ja gerade noch mal gesehen. Manchmal sieht das so ein bisschen unorthodox aus. So ehrlich muss man ja sein, wie du die Bälle auch abwehrst. Ist das der Situation geschuldet oder hast du da einen antrainierten Bewegungsablauf? Nein, also ich glaube, ich weiß, welche Situation du meinst. Auch gegen Leipzig war ich mit dem Fuß. Da war eben genau das, was ich mir jetzt in den letzten Spielen auch wieder mal gesagt habe, nicht der Fall, sondern ich hatte Rücklage und bin nicht lange genug stehen geblieben, war schon auf dem Weg in eine andere Ecke und konnte dann nur noch mit dem Fuß irgendwie versuchen, den Ball abzuwehren. Zum Glück hat es geklappt, aber das ist eigentlich so, wie es nicht unbedingt sein sollte. Also das ist nicht der Optimalfall. 1:1-Situationen, die kann man ja im Training simulieren, aber der Druck ist im Spiel ja ähnlich wie beim Elfmeter etwas ganz anderes. Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, ich habe mir eigentlich immer sehr viel Druck gemacht vor dem Spiel. Manchmal zu viel, dass ich wirklich. Es gab auch Situationen, da habe ich mich gar nicht mehr richtig so gefreut aufs Spiel, weil ich mir wirklich so viel Druck gemacht habe und gedacht habe, ey, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Ich glaube, dann kann man auch nicht mehr gut spielen. Genau, ne? Dann bist du ja im Kopf nur noch damit beschäftigt, alles 100%ig richtig zu machen. Das war halt wirklich auch in dieser Phase, als es mir wirklich auch nicht gut gelaufen ist und auch der ganzen Mannschaft nicht, da habe ich irgendwie auch so ein bisschen den Spaß verloren. Ich war froh, dass ich dann durch ein neues Ritual so wieder zur Stabilität gefunden habe und dann kam auch wieder die Lockerheit und die Freude an die Spiele, aufs nächste Spiel, auch wenn mal ein Spiel nicht so gelaufen ist, zum Beispiel wie gestern, dann hängt das jetzt nämlich nicht mehr so lange an mir, sondern denke ich einfach, wir haben jetzt in 3 Tagen schon wieder ein wichtiges Spiel und dann fokussiere ich mich eigentlich schon wieder auf das und versuche mit Freude ins Training zu gehen, auch wenn wir verloren haben. Klar ist dann nicht immer dieselbe Stimmung dann im Trainingszentrum, aber das ist auch gut so. Aber für mich ist das wichtig, dass ich immer jeden Tag einfach Freude habe an dem, was ich mache. Und von dem her versuche ich jetzt auch nicht mehr mir zu viel Druck zu machen, sondern ich nehme es, wie es kommt und ich versuche mich einfach gut vorzubereiten. Dürfen wir wissen, was das für ein Ritual ist? Ja, das ist halt das, dass ich auf dem Zettel, bevor dem Spiel aufschreibe, was für dieses Spiel mir wichtig ist, dass ich das durchziehe auch und den hänge ich mir dann auch an den Spind vor dem Spiel und lese dann immer noch mal durch, bevor ich auf den Platz gehe, bevor ich mich einwärmen gehe. Und, okay. Ja.